Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir wollen jetzt nochmal zurück zu Diego, weil wir die Karte bekommen haben. Zu der Mine, wo wir jetzt in der letzten Folge waren. Und ich habe so das Gefühl, bei Diego. Oh, Waldbeeren. Bei Diego kriegen wir noch irgendwas, damit wir ihnen beweisen können, dass wir im Auftrag von Diego diese Liste holen müssen. Lagerliste. Gehe ich mal von aus. Deswegen gehen wir jetzt mal ein bisschen zurück. Da oben gibt es noch ein paar Viecher. Was für Viecher sind denn das? Ja, gehen wir mal so rum. Ist das ein Maulrat? Da links ist ein Dino, aber Maulrat schaffen wir wohl. Nein, nein. Die aus Versehen der falsche. So, das nehmen wir mit. Können wir jetzt wieder runter? So, gegen Maulrat kommen wir auf jeden Fall klar. Gegen die Wölfe kommen wir auch schon langsam an die Grenze, um gegen die klar zu kommen. Wir müssen nur irgendwie besser gegen die klarkommen, dass wir auch alleine mehrere ausschalten können. Ich glaube, wenn wir hier einmal alles gesammelt haben, gibt es dann auch nichts mehr. Die wachsen nicht nach, glaube ich. Oder die wachsen sehr, sehr langsam nach. Und wieso juckt mir die Nase? So, aber den gesamten Wald hier. Diesen Waldbezirk werden wir auch noch früher oder später übernehmen. Aber noch ist das irgendwie zu gefährlich, finde ich, hier rumzulaufen. Ah, da haben wir noch was übersehen. Stimmt, gegen die Viecher kommen wir ja auch schon klar. Ich mache dann hier mal ein Safe Game. So. Dann holen wir uns die Erfahrungspunkte. Ah, und da sind noch ein paar. Jo, schnell den. Ja, nice. Okay, jetzt eben schnell was essen. Wo haben wir Essen? Boah, mir juckt echt die Nase übel hier an der Seite. So. Das müsste reichen. Haben die irgendwas sonst? Die Blutfliegen zum Einsammeln? Ah, die Flügel können wir mitnehmen. Und dann machen wir jetzt noch mal ein Safe Game. Wenn wir aber jetzt schon gegen die gut klarkommen, echt super. Und da haben wir noch ein paar Scavengers. Nice. Das heißt wieder ein bisschen Fleisch. Und den hier auch noch. Und noch ein paar Maulrats. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte so. Und den hier auch noch. Mal wieder paar Scavengers. So, geil. Boah, wir befreien noch den kompletten Wald hier. So, dann machen wir jetzt hier ein Safe Game. Weil die Blutfliegen sind noch ein bisschen stärker. Aber viel brauchen wir jetzt nicht mehr fürs nächste Level. Aber vielleicht auch einmal, vielleicht so nochmal essen. Bisschen Gesundheit auffüllen. Und dann hier die, das sind sogar drei. Drei könnte gefährlich werden.
Hier sind zwei. Gibt es da vorne noch irgendwo einen? Oder passt Cavengers erstmal? Oder wir lassen das jetzt erstmal dort. Scavengers sind mir irgendwie erstmal die... Und die Morrets... Die leichteren Gegner. Für die Erfahrungspunkte. Da hinten habe ich was gesehen, aber... War das jetzt ein... Wolf oder ein... Ist ein Wolf. Zwar ein Einzelner, aber... Die sind doch zu gefährlich. Boah, die Nase, das regt mich gerade richtig auf. Die ist richtig am Jucken. So gegen diese Dinos weiß ich noch nicht, ob wir da klarkommen werden. Gegen die. Aber wir werden immerhin stärker. Das ist immerhin etwas. So, dann quatschen wir nochmal mit Diego. War nicht besonders schlapp. Seine Haut ist nicht. Da haben wir Diego. Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie mir geben? Was mit den anderen beiden? Kannst du mir was beibringen? Wie. War nicht besonders Wenn die Liste so wichtig ist, wieso sollte Ian sie dann ausgerechnet mir geben? Weil du ihm sagst, Diego schickt dich. Werd's ihm ausrichten. Hab ich doch gesagt gehabt. Ich hab Mach's gut. So, Sketty, die Arena meist? Ja, okay, komm. Machen wir da erstmal mit Sketty. Machen wir das erstmal mit Sketty dann. Juckt mein ganzes Gesicht, vielleicht weil ich ja so einen leichten Sonnenbrand auch habe. Kann auch sein, deswegen. Wo war die Arena? Hier war die Arena jetzt nicht, ne? Da vorne ist sie. Wem muss ich kämpfen? So, Finger. Ja, Fingers haben wir schon. Sketty Arena Meister wird mit von mir beeindruckt sein, wenn ich einen Kämpfer fordere. So, okay. Geil. Wahrscheinlich. Fehlt nur noch ein Typ namens Buddy. Ich glaube, hier ist. So. Okay. Kommen wir doch heil runter. Gorhanes? Karim? Wahrscheinlich hast du nicht. Kirgo? Geh zur Seite! Was will der denn jetzt von mir? Da haben wir Sketty. So, wieso lässt ihr die Leute aus den anderen Lagern hier kämpfen? Ich dachte, das alte und das neue Lager verstehen sich nicht besonders gut. Wieso lasst ihr ihre Leute hier kämpfen? Ganz einfach. Wenn es hier einmal die Woche einen Kampf gibt, sehen es die Butler am liebsten, wenn einer der Banditen aus dem neuen Lager was aufs Maul bekommt. Wenn einer von denen kämpft, wird mehr gewettet. Das ist gut. Ich persönlich kann die Schweine aus dem neuen Lager ja nicht ausstehen, aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Ja, okay, das kann ich, das kann ich verstehen. Kann ich nachvollziehen. So, wir machen jetzt nochmal ein Safe Game. Was? Ah, ich kann das hier benennen. Machen wir so. So, ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin neu hier. Wer bist du? Ich bin Karim. Du bist wohl wirklich gerade erst reingeworfen worden. Sonst hättest du schon von mir gehört. Ich bin der beste Kämpfer, den dieses dreckige Lager je gesehen hat. Fordere dich heraus, lass es uns in der Arena austragen. Ich fordere dich heraus, lass es uns in der Arena austragen.
Du? Ich fress dich zum Frühstück, Kleiner. Ich will's dir selber einen Gefallen und mach, dass du wegkommst. Damit du ungeschoren davonkommst, du feige Schwein. Okay, okay, vergessen wir das. Nee. Damit du ungeschoren davonkommst, du feiges Schwein. Fällt dir nichts Besseres ein, Kleiner? Deine dürren Ärmchen sind nichts gegen deine hässliche Visage. Nein, mir fällt nichts ein, dass du begreifen würdest. Wie wär's mit, deine Mutter treibt's mit Sieg? So, du bist doch nur hier, um Gomez in den Arsch zu kriechen. Du bist doch nur hier, damit du meine Chance bekommst, Gomez in den Arsch zu kriechen. Was? Du Wurm! Du weißt gar nichts über uns! Das neue Lager ist unabhängig von dieser ganzen Scheiße! Und im Übrigen gibt es nur einen Grund, warum ich hier bin. Damit ich Klugscheißern wie dir das Hirn aus dem Schädel prügeln kann. Es wird mir ein Vergnügen sein, das bei dir zu tun. Dein Schicksal erwartet dich in der Arena. Jo. Jetzt hier in die Arena? Wie mache ich das jetzt? Muss ich jetzt ihn nochmal anquatschen? Achso. Muss ihm hinterherlaufen. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Alter. Mit einem Schlag. Okay. Ja, laden wir das hier nochmal. Okay, gegen den komme ich noch nicht an. Da muss ich nochmal deutlich besser werden. Ja gut, dann... Ich habe gar nichts zum Lernen. Dann müssen wir eben nochmal raus. In den Wald vielleicht. Da ein bisschen die Blutfliegen und Scavengers und Mallrats erledigen. Dann kriegen wir noch ein paar Erfahrungspunkte. Wenn du meinst. So, dann gehen wir hier jetzt gleich nach rechts. Dann sehen wir mal, wie viel wir jetzt da bekommen. Ob da auch diese Blutfliegen sind. Die müssten da sein. Irgendwo. Hier gab es ja welche. Da. Es sind aber wieder drei. Ah, aber die trennen sich auf. Ja, komm. So, den haben wir. Dann nochmal was futtern. Wo haben wir Futter? Komm, wir machen die hier mal leer. Machen nochmal ein Save Game. Nein! Okay. Immer ein Safe Game gemacht. Okay, die sind schon heftig. Ja, erstmal einen rauslocken. Komm. Komm. So, komm. Komm, tritt den doch. Warum? Warum? Warum so? Alter. Und jetzt schnell, 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 schnell. Ist der noch hinter mir her? Okay, nein. Gut, dann können wir jetzt noch mal essen. So. Ja, dann haben wir das schon mal leer. Dann jetzt nochmal Safe Game. Dann schnappen wir uns den letzten da. Alter. So.
gönnen wir uns auch das Flügeln. So, und das Rappes nehmen wir auch noch mit. Da können wir jetzt auch nochmal ein Safe Game machen. Und dann suchen wir mal noch ein paar weitere Gegner. Den Varan da hinten lassen wir mal in Frieden. Denn der haut uns sofort zu Klumpen. Ja, dass hier auch direkt drei Varane sind, keine gute Idee. Vielleicht auch lieber jetzt erstmal ein bisschen was nochmal essen. Lebensenergiebonus. Ja, das gibt auch Lebensenergie. Dann hier nochmal Safe Game. Um sicher zu gehen. Das Varan gefällt mir nicht. Dass der so nah ist. Alter, der Varan. Warum muss er so nah sein? Okay, da haben wir aber noch ein paar Scavengers alleine. Ohne andere. So. Da sind wieder Wölfe. Dann wieder Safe Game. Nee, das sind zu viele Wölfe. Maurits. Maurits ist mir wichtiger. So. Nee. Was? Mach lieber so, genau. Keine Ahnung, was ich jetzt gerade aus Versehen gedrückt habe, aber Steuerung ist noch nicht optimal für mich. Muss ich erstmal noch alles erlernen. Oh, schon wieder Wölfe. Gegen Wölfe komme ich noch nicht zurecht. Die sind auch noch ein bisschen zu stark. Dann gehen wir hier lieber aus dem Wald wieder raus. Suchen uns lieber mal einen anderen Wald. Gibt es ja doch viele Wälder, oder? Na, nur 1, 2, 3, 4 Wälder. Aber hier geht es in Richtung Sumpf. Ah, die Varane sind ein bisschen weiter weg. Nein. Bitte bleib weg, bitte bleib weg, bitte bleib weg. Okay, der ist weg. Der ist jetzt zu nah an den Leichen. Egal, wir haben wenigstens die Erfahrungspunkte mitgenommen. Auch wenn er jetzt zu nah an denen ist. Dass er das Fleisch nicht mehr rausholen kann. So. Wir brauchen noch 260 Erfahrungspunkte. Die müssen wir irgendwo herholen. So. Nee, das können wir nicht looten. Ich würde auch gerne schon eine bessere Rüstung kriegen. Ich gehe noch mal hier in den Marktplatz, in den Marktbereich.
Beziehungsweise wir quatschen nochmal mit Diego wegen unserem Ruf. Da ist Diego. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet. Und? Skelty hat mir gesagt, er wäre gespannt, wie du gegen Kirgo abschneidest. Und Kirgo er war sehr gespannt, ob du Karim herausfordern wirst. Kirgo zum Fingers habe ich dich ja schon geschickt. Du solltest ruhig etwas von ihm lernen. Mit Dexter muss ich noch ein erstes Wörtchen reden. Er benutzt dich für seine eigenen Geschäfte. Aber es gibt keine Regeln für die Probe. Wenn du das schaffst, bist du einen großen Schritt weiter. Torus sagt, so einen wie dich können wir brauchen. Das allein ist schon verdammt viel wert für dich. Halt dich ran. Es gibt noch viel zu tun, wenn du es hier im Lager zu was bringen willst. Mach's gut. Okay, also gegen Kirgo müssen wir zuerst kämpfen. Gut, aber wir gehen jetzt erst einmal zum Marktplatz hier. Vielleicht ein bisschen was... Oh, warte, genau. Pfanne erstmal. Erstmal alles Fleisch, was wir haben, schön brutzeln. Wir haben schon sehr viel Fleisch, finde ich. Oder können wir gerne auch noch mehr nutzen, gebrauchen. Aber wirklich so viel Fleisch auf Tasche? Nee. Okay. Wie viel haben wir jetzt insgesamt wieder? 82. 82 Fleisch kommt, da können wir wieder auch ein bisschen was essen. Was haben wir hier? Serapis. Machen wir auch einmal ein bisschen. Ich glaube, Fleisch ist das Wichtigste, was wir momentan haben, was Gesundheit angeht. So. Da haben wir Bloodwing wieder. Whistler. Na, und Dexter war doch, glaube ich, hier irgendwo. Gardist. Fisk. Ich glaube, Fisk war der, mit dem wir... Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. So, Butler Hose, Schutz vor Waffen 15. 500 erst leichte Butler Hose. Wo kriege ich 500 Erz jetzt her? Einfach zeig mir deine Ware. So, der hat 200 nur. So, was können wir verkaufen? Münze. Ich glaube, das hier... das hier brauchen wir nicht mehr. Weil wir wissen ja schon, wo das eine Ding ist. Dann hier die Dinger, die für Mana sein sollen, brauchen wir nicht. Wir nutzen keinen Mana. Mana-Bonus, zum Beispiel Rabenkraut. So, sonst ist alles hier für Lebensenergie. Heilung pro Mana benötigt Mana. Brauchen wir auch nicht. 82 kriegen wir dann. So, dann können wir... das so fordern. Nochmal Enter. Annehmen. So, wie viel haben wir jetzt? 128. Nice. Nee, warte. Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufrieden... Ja, das wollte ich jetzt nicht. Da haben wir noch nicht genug für. So. Hier haben wir noch einen Baal. Hier haben wir Dexter. Was wollte er nochmal? Wo ist das Sektenlager? Durch den Südausgang aus dem Lager raus. Dann immer östlich halten. Am besten besorgst du dir eine Karte. Der Südausgang ist der umgestürzte Turm, richtig? Stimmt, genau. Okay, dann versuchen wir mal gleich. Beziehungsweise zuallererst quatschen wir mal mit Kirgo.
und testen das mit ihm einmal aus, ob wir gegen den klarkommen im Kampf. Nicht, dass der uns auch noch mit nur einem Schlag hier außer Gefecht setzt. Und dann würde ich danach versuchen, Richtung Sektenlager mal zu gehen. Ich glaube kaum. So. Wo waren nochmal die Arena? Da haben wir Kirgo. Dann machen wir hier ein Safe Game, weil wir da definitiv wieder drauf gehen werden. So, hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Mhm. Bist du gut? Im Kämpfen meine ich. Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Ich fordere dich zum Kampf an der Arena. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena. Was? Aber ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Lass uns doch lieber ein Bier zusammen trinken. Und erzähl mir was von draußen. Okay, gib ein Bier rüber. Okay, komm, okay, mach's nochmal. Gib mir ein Bier rüber. Hier, nimm. Oh, danke. Ich fürchte, von draußen kann ich nicht viel erzählen. Sie haben mich fast 2 Monate in einem dunklen Loch gefangen gehalten, bevor sie mich hereingeworfen haben. Schade. Na, was soll's. Hey, für 2 Monate Kerker siehst du aber noch ziemlich gut aus. Jo, ich werde zusehen, dass das so bleibt. Warum willst du dann unbedingt gegen einen von uns antreten? Ich will Anerkennung im Lager finden. Bei Sketty, meinst du? Hm. Er ist einer der einflussreichsten Leute hier im Außenring. Wenn du mich besiegst, könnte ihn das schon beeindrucken. Aber wenn du ihm richtig imponieren willst, müsstest du Karim umhauen. Ich fürchte nur, er ist viel zu gut für dich. Falls du immer noch gegen mich kämpfen willst, sag mir Bescheid. Aber ich werde dir nicht gerne die Fresse polieren. Ja, komm, wir riskieren's mal. Lass uns kämpfen, bist du bereit? Folge mir. Jo, wir machen das mal. Und dann, wir haben ja eh gespeichert. So, dann wollen wir mal. Möge der Bessere gewinnen. Jo. Jo, alles klar. Versuch okay. Das nicht nochmal! Okay. Der ist auch noch zu stark für uns. Dann... Bist du taub oder suchst du Streit? Hä? Da ist aber irgendwas Rotes an seinem Namen gerade. Kannst du mir den Weg zu eurem Lager beschreiben? Kannst du mir den Weg zu eurem Lager beschreiben? Hier im alten Lager sind immer einige Novizen, die Neuankömmlinge wie dich in unser Lager begleiten. Du musst sie nur ansprechen. Ah, okay. Du kämpfst in der Arena? Was ist das für eine große Anrufung, die ihr plant? Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Zu seiner höheren Ehre kämpfe ich, auf dass alle Ungläubigen sehen, wie stark ich dank seiner Macht geworden bin. Hm, okay. Was ist das für eine Anrufung, die ihr plant? Was ist das für eine große Anrufung, die ihr plant? Unsere Propheten sagen, die gemeinsame Anrufung des Schläfers sei der Schlüssel zur Freiheit für uns alle. Wenn du mehr darüber erfahren willst, begib dich zu uns ins Lager. Okay. Geh zur Seite. Gegen den kann ich nicht kämpfen. Ja, irgendwie, ich muss besser werden. So, warte mal, wir wollten dann in Richtung... Sumpflager mal versuchen zu gehen. Das war ja hier, Südtor. Und dann Richtung Osten. Also durch den Wald, wo wir gerade versucht hatten durchzugehen. Ach, hoffen wir mal, dass wir das schaffen. So, aber wir müssen ja erstmal Schatten werden. Um im Lager teilzuwerden. So, und dann war das hier, glaube ich, nach links, oder?
Genau, hier nach links. Und mal schauen, ob wir angegriffen werden, attackiert werden. Wahrscheinlich ja. Da waren ja diese Mücken, diese Blutfliegen auf jeden Fall auf. Die Maulrats und Scavengers haben wir hier ausgeschaltet, so bis... Da sind ja auch noch welche, stimmt. Die muss ich auch noch ausschalten. Aber hier ist runterspringen keine gute Idee, meine ich. Genau, und dann hier jetzt über die Brücke. Alter, vier von den Viechern waren das? Alter. Gegen vier. Machen wir ein Save Game und dann springen wir mal hier vielleicht doch runter. Dann versuchen wir mal ein bisschen von außerhalb. So. Die Scavengers nehmen wir mit. Aber gegen vier Blutfliegen hätte ich nicht klarkommen können. So, da haben wir auch noch eine Maulrat. Die nehmen wir auch mit. Zwei Maulrats. Ja, nochmal geil. Erfahrungspunkte. Yo, Wolf. Noch mehr Wölfe, nein. Nein. Ah, nein. Ja, okay. Da, nein. Ich wollte jetzt nicht hier runter. Okay. Dann würde ich sagen, da hinten machen wir in der nächsten Folge gegen die Scavengers. Dann gehen wir auch dahin rüber. Auch nochmal gegen die Scavengers dort. Und dann müssten wir auch schon einen neuen Level haben, langsam. Und dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!